Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Resident Evil 3, das Remake. Immer noch mit Carlos im Krankenhaus. Ja, in die Hose die Kranke oder so ähnlich. Und wir erreichen langsam, unten die Untergrenze. Und dann müssen wir Speicherstände überschreiben. Leute, ich bin ja völlig entsetzt. Aber naja, gut. Und wir haben schon gesehen, ich hatte mich ja im letzten Part die ganze Zeit gefragt, wieso wir so viel Muni in den Arsch geblasen kriegen und generell auch alles Mögliche. Und ja, im letzten Part wurde mir die Frage irgendwie beantwortet, weil wir haben ja gesehen, wie heldenhaft ich gegen den Hunter mit 3 Blendgranaten und einem Haufen Maschinengun-Munition angetreten bin und fast noch verloren hätte, beziehungsweise einmal haben wir Carlos schon sterben sehen. Das war ja nicht so schön. Und damit wir nicht alle traumatisiert sind bis an unser Lebensende, soll uns das besser nicht nochmal passieren. Aber wir haben auf jeden Fall 2x Heilungen dabei. Die Chancen stehen also ganz gut. Auch wenn die dramatische Todesmusik des Todes mir hier schon wieder ganz andere Sachen versucht einzuflüstern. Können wir drüber springen? Nee. Och komm, jetzt hör doch mal auf hier. Meine Fresse. Mich würde mal interessieren, ob man davon ausgehen kann, dass Räume mit Huntern, Räume mit Zombies automatisch keine Räume mit Huntern wären. Weil in dem anderen Raum... Oh Gott! Wieso kriegen wir denn noch mehr von so einem scheiß Gang? Ich will nicht in die Wäschekammer. Ah. Belegschaftsraum. Schwesternstation. Krankenzimmer. Achso, das ist der Safe. Okay. Ach, naja. Nützt ja nichts. Zwei Stück von diesen Viechern. Zwei Stück sind im Behandlungszimmer. Zwei. Und haben Spaß. Zwei von denen, Leute. Zwei! Ja, schön, dass er wieder mit dabei war. Dann beende ich jetzt hier die Part. Danke fürs Zuschauen. Hört der Zombie, der Hunter mich da drin? Also der da drin ist, hört der, wenn ich hier rumballer? Das würde mich auch mal interessieren. Okay, Jill muss hier definitiv ran. Ach, was wir alles noch mit Jill machen müssen. Das ist unnormal. Ach Gott. Oh. Ah! Ich wollte gerade sagen, das ist einfach so eine unangenehme Anspannung, die man hier verspürt. Ich könnte, glaube ich, für die Zombies auch die normale Muni nehmen. Welchen Weg haben wir denn jetzt aufgemacht? Was ist denn hier? Ach, hier springen wir wieder runter. Okay. Och, erzähl mir doch nicht. Ich hätte auch das Messer nehmen können, fällt mir gerade so auf. Okay, wir brauchen einen widerlichen, dreckigen Plan. Okay, der Hunter hatte auch einen widerlichen, dreckigen Plan. Wer ist jetzt die Bitch, hä? Okay, Leute, der widerliche, dreckige Plan hat, warum auch immer, bestens funktioniert. Ich bin... Also, ich bin ja Profi, ne? Das wisst ihr ja. Ich kenne mich ja aus mit dem ganzen Scheiß. Ich dachte gerade, da hängen Füße von der Decke. Dabei waren es nur Socken. Der Typ lebt, glaube ich, nicht mehr so gut. Und wir finden eine Audiokassette. Vielleicht hätte man hier auch die Gelegenheit, einfach zu rennen, obwohl ich mir schlecht vorstellen kann, dass man vor den Herrschaften hier wegrennen kann. Aber Donnerwetter, die Granate hat aber für bombige Stimmung hier gesorgt, ne? Wehe. Okay. Und jetzt springt doch hier noch einer durch die, von außen durch die Scheibe, oder? Das erwarte ich jetzt noch. Wir kombinieren mal den Kassettenrekorder mit der Kassette und drücken mal auf Play, wenn das geht. Geht das? Können wir uns das anhören? Kann ich hier Play drücken? Nee, kann ich nicht. Ich kann mir das nicht anhören. Och
Mensch. Warte mal, obwohl, geht da benutzen? Nee, nur untersuchen. Wehe, ne? Wehe. Ich sag's nur. Ach scheiße, nee, wir können ja durch die andere Tür wieder raus. Ich muss ja hier gar nicht lang. Bitte seid nicht wieder alle aufgestanden, das kann ich gar nicht gebrauchen. So. Hier, ich bin durch die... Oh shit! Springt der mir hinterher? Taktischer Griff, was? Vom Sturmgewehr? Okay. Was ist denn dort? Ach, dort kann man tatsächlich dann wirklich nur mit der Kette hinten. Okay, wir kombinieren das gleich mal mit unserem Sturmgewehr. Was bringt das? Hält die Waffe dann jetzt? Zielt die dann ruhiger? Oder wie ist das? Okay, und wir sind in der untersten Etage und müssen ja jetzt erfolgreich am besten noch mehr Hunter schlachten und, nein, das wollte ich nicht. Ich wollte es so machen und dann so. Zum Labor empfangen müssen wir, genau. Das heißt, wir müssen einmal rum. Wir müssen wieder zum Eingang der Notaufnahme. Da war ich noch gar nicht. Alter, Scheiße. Fuck. Okay, ich glaube, die Waffe ist jetzt definitiv treffsicherer. So. Wir benutzen das mal. Und dann geht's ab in den OP. Wir wollen hier noch was operieren und so. Dankeschön. Ich habe mich gar nicht umgeguckt, ob hier Feinde sind. Ich grapsch mir einfach mal schnell alles, was es geht. Ui, Handgranate! Hallo, mein Freund! Verlorene Gegenstände. An alle Mitarbeiter. Patienten berichten uns zunehmend von verloren gegangenen Gegenständen. Wenn Sie etwas finden, von dem Sie sich nicht sicher sind, wem es gehört, nehmen Sie es nicht mit nach Hause. Bitte legen Sie es in den Safe der Schwesternstation. Die Kombination des Safes ist 9 im Uhrzeigersinn, 3 gegen den Uhrzeigersinn. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Okay, warte. Ich weiß. Also ich kann es mir immer... Bevor ich es mir nicht merke... Obwohl, wir haben ja die Datei. 3 gegen. Okay, also 9 rechts, 3 links. Nur 2 Dinger? Und wir benutzen unsere Handgranate. Oder kann ich die vielleicht hier... Das ist, glaube ich, gar nicht notwendig. Ja. 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 Danke, ihr Süßen. Hab euch lieb. Ich benutze die besser nicht. Ich will lieber... Okay, kurz mal auf die Karte gucken. Ich merk's mir sonst nicht. Hier liegt noch irgendwo was. Aber dann gehe ich lieber nochmal zurück. Ich gehe nochmal hoch. Oder ist der Hunter jetzt oben in dem Gang drin? Sekunde, nochmal kurz gucken. Okay, ich muss wieder übers Dach. Ich glaube, der ist hier, ne? Wir müssen geradeaus und in den Belegschaftsraum. Ne, auf die Schwesternstation müssen wir. Wir müssen direkt geradeaus. Oh Gott, shit. Okay, an dem Schätzchen hier kommen wir anscheinend nicht vorbei. Aber der ist tot. Jawoll. Ich glaube bloß, ich habe nicht so viel Platz im Inventar, aber das macht erstmal nichts. Nee, das ist gegen. Moment, nein. 9 und 3. Hä? Nochmal. Oh, ich drücke immer falsch. Sekunde, ich muss nochmal anfangen. Warte mal, 9 im Uhrzeigersinn. Also so lang. 9 und 3. Tatsache. So, jetzt.
Oh. 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 Oh, ja. Ja, zu all dem. Ja. Ich muss in... Da ist noch ein Dingens zum Aufmachen. Ich geh nochmal in den Safe-Raum. So, wir legen die ID-Karte weg. Wir legen das weg. Ist das blöd? Ja, den Rest würde ich behalten. Ich speichere einfach nochmal hier direkt auf dem von vorhin ab. Okay. Wir dürfen hier drin nicht rauchen. Schade. Ich wollte mir gerade eine Kippe anzünden. Und dann können wir ja theoretisch abkürzen, indem wir hier einfach aus dem Fenster springen. Na, ich drücke mal Leertaste, weil ich denke, oh, so überspringen von Hindernissen ist doch Leertaste, ist doch logisch. Aber ist es ja gar nicht. Leider. Okay. Wenn, da sieht man mal die Unterschiede. Carlos hat hier so eine Stoß-nach-vorne-Taktik. Aber das Lustige ist, als ich die... Mit ihm habe ich es, glaube ich, erst einmal geschafft, auszuweichen. Hat er aber auch eine Rolle irgendwie so komisch gemacht. Ich wollte doch nur wissen, warum die Dokumente überhaupt in ihrem Büro waren. Was glaubst du, mit wem du redest? Ich bin Nathaniel Bard, verdammt. Der beste Biologe, den du je treffen wirst, du Bettpfannenwechselnde Versagerin. Hm. Natürlich habe ich Connections nach oben. Natürlich berät sich das Militär mit mir zu Projekten jenseits deiner Vorstellungskraft. Verschwende also nicht meine Zeit mit deinen Fragen. Es tut mir leid, Doktor. Du hast die Unterlagen nicht gelesen, oder? Nein. Nein, hab sie geschreddert, wie sie sagten. Gut. Gut. Wenn das alles ist, kannst du zurück Patientenärsche abwischen. Dafür wirst du doch bezahlt. Und putz meine Schuhe. Ja, Sir. Ich wette, du bist Expertin im Putzen, oder? Jetzt verpiss dich und erzähl niemandem davon. Wow, was für ein Arsch. Ach, super. Und schon wieder ein grünes Kraut. Okay, erstmal umgucken. Sturmgewehr, Pistole. Grünes Kraut. Ja, bitte? Oh. Baby. Ich glaube, der ist tot. Bart. Schwein. Tyrell. Bart ist tot. Wurde erschossen. Ah. Ich dachte, er hätte sich umgebracht. Scheiße. Und der Impfstoff? Ich suche. Dann such besser. Da muss doch ein PC sein, oder? Ja, hier sind wir auf dem PC. Das ist ein scheiß Krankenhaus, du Arschloch. Einladung zum Bankett. Sehr geehrter Dr. Bart, es ist mir eine Ehre, Sie herzlichst zu einem Bankett am 10. September im Central Hotel einzuladen, bei dem wir unsere Ansichten zur neuen medizinischen Sonderwirtschaftszone, MSWZ, von Raccoon City austauschen können. Teilnehmer sind Bürgermeister Michael Warren, Polizeichef Brian Irons und andere berühmte Mitglieder unserer Gemeinschaft. Donnerstag, 10. September 1998, 18 Uhr, Orient Restaurant, Central Hotel, erster Stock. Wir wären geehrt, wenn Sie teilnehmen könnten. Mit freundlichen Grüßen, Greg Tester, Senator. Handschriftliche Notiz. Nate, ich werde das Gesetz für deine neue Arznei Mitte August vorlegen. Bring das Geld. Wir haben für die übliche Afterparty eine Suite gebucht. Du stehst auf Brünetten. Oder ich lasse es Irons wissen. Da haben sich noch ein paar Nutten hinbestellt, wie schön. Ach, wie nobel, wie nobel. Und das Schlimme daran ist, dass so eine Sachen ja nicht mal von weit hergeholt sind, weil wir alle wissen ja, was dahinter manchen Türen so vor sich geht, ne? Bei so großen, wichtigen Personen. Das will man ja gar nicht wissen. So, Sehtest, Leute. EFP, TOZ, LPED, PEC, FD, ED, FC, ZP. Also wenn ihr das da unten nicht lesen könnt, dann seid ihr blind, ne? Müsst ihr mal zum Augenarzt gehen. Ganz eindeutig.
Okay, hier ist der tolle Supercomputer, den wir suchen sollen. Und hier können wir nicht durch. Aber wahrscheinlich ist dort der Arzneistoff hinter. Hatten wir nicht noch mehr Türen, wo wir irgendwie eine ID-Karte gebraucht haben? Was haut denn da schon wieder so? Warte mal, am Empfang vielleicht? Nee, da war das mit dem Bolzenschneider, die Tür. Am Empfang. Innenhof. Aber wir können theoretisch ja hier durch. Wenn wir hier lang gehen, können wir den Gang hier und dann... Wie kommen wir denn? Wir können nur in den Innenhof springen, aber wir können doch auch hier irgendwie draußen. Hier ist ja zumindest eine Tür. Eingang der Notaufnahme. Ach nee, Jill liegt... Nee, wo liegt Jill? Jill liegt hier, ne? Provisorisches Krankenzimmer. Stimmt, an der Lobby war das mit dem Schloss. Oder? Ach, keine Ahnung, was weiß ich. Das kriegen wir schon mit. E-Mail von Nathaniel Bart. Greg Tester. Also an Greg Tester betreff. Bitte umgehend Antwort. Greg, ich weiß, du schaust dir die Nachrichten an. Dieses Virus wird unser ganzes Land verschlingen. Die Toten werden wie eine Flutwelle über Capitol Hill waschen. Werden wie eine Flutwelle über Capitol Hill waschen? Weiß nicht, einbrechen oder werden wie eine Flutwelle alles überschwemmen oder so, aber doch nicht waschen. Eine Flutwelle wascht doch nicht. Naja, du bist nicht sicher. Allerdings warst du mir immer ein guter Freund. Also möchte ich dir einen Ausweg anbieten. Ich habe hier in meinem Besitz eine Dosis des Impfstoffs gegen das Virus, der Heilige Gral. Und sie ist nicht für meine Familie, nicht für irgendwelche Liebhaberinnen von mir. Nein, Greg, sie ist für dich. Ich weiß besser als jeder sonst, dass du die Zukunft der USA bist. Aber wenn du den Impfstoff haben willst, Greg, musst du mich verdammt nochmal hier rausholen. Sofort. Und ohne dass Umbrella davon Wind bekommt. Frag für mich beim Pentagon nach. Ich weiß, du hast die Verbindungen. Schau, ob jemand ein Rettungsteam ohne Beteiligung des UBCS auftreiben kann. Ich halte dir den Rücken frei und du mir meinen. Das ist doch gar nichts im Vergleich zu den Partys, auf denen wir zusammen waren. Beeil dich, mir läuft die Zeit davon. Nehmt. Katzin. Hier ist VRC-Chef Nathaniel Bart. 29. September, 23 Uhr. Mir ist sehr bewusst, dass mir die Zeit davon rennt. Ich hoffe und bete, indem ich dies hier aufnehme und die Wahrheit ans Licht bringe, dass ich ein kleines Stück meiner Ehre retten kann. Nee, die ist weg. All das Unheil von Raccoon City begann mit der Verbreitung einer biologischen Waffe, dem T-Virus. Mein Arbeitgeber, die Umbrella Corporation, entwickelte dieses Virus. Und sie befahlen meinem Team, einen Impfstoff zu entwickeln, was wir taten. Ich bewahre Proben dieses Impfstoffs hier in meinem Büro auf. Der Rest wird unterirdisch gelagert. Aber diese Mistkerle im Vorstand wollen es alles zerstören. Sie wollen nicht, dass die Welt davon erfährt. Also versuchen sie, alle Beweise für die Existenz des Virus zu vernichten. Ich bin kein Narr. Ich weiß, dass sie nicht wollen, dass... Jill wusste von all dem. Und vertraute mir trotzdem. Oh mein Gott. Oh nein, der schöne Computer. Beziehungsweise der schöne Monitor. Aber hey, Carlos, du hast zufällig die Tür damit geöffnet. Wie hast du das gemacht? Ist der Impfstoff hier? Guck mal, Leute. Manchmal einfach gegenprügeln und dann wirkt das Wunder. Und ich wette, wenn wir uns jetzt hier den Impfstoff rausnehmen, ja, dann geht so richtig das Rambazamba los. Okay, halte durch. Mit dem da, der gleich aufspringt. T, ich hab ihn. Gut, bin unterwegs zu dir. Sei vorsichtig. Vorsichtig? Hast du die Stadt gesehen? Ist ein verdammtes Wunder, wenn ich da in einem Stück ankomme. Na, wie schön für dich, T. So. Ja, dann können wir doch hier geradeaus, hinten rum. Das hier? Ah!
Oh. Warte mal, wir machen mal mit ihm hier kurz ein Verstauen. Verstauen. Na gut. Und Moment, wir machen hier kurz einen Abspeicher. Nicht, dass ich hier irgendwas zu vorschnell oder zu voreilig mache. Ich hätte ja auch den Hunter töten. Soll ich den Hunter töten? Guck mal, da war doch gerade ein Hunter. Das kann er doch bestimmt machen. Der mich jetzt gerade verfolgt hat. Hier. Mit seiner Handgranate. Da kann der doch theoretisch den Hunter aus dem Weg räumen. Und die Zombies hier. Oder findet ihr das doof? Gut, ich kann euch ja jetzt schlecht fragen, aber mein Gedanke ist jetzt, wenn ich mit Carlos den Hunter töte, muss ich das mit Jill nicht mehr machen. Hey! Oh, und hier ist noch was. Ach nee, das ist im Innenhof. Weil Jill hat absolut keine Muni mehr. Das habe ich... Das darf ich nicht vergessen. Deswegen... Vorsicht ist besser als Nachsicht, ne? Und jetzt retten wir Jill. So, hoffentlich überlebt die das. Und wem, wenn nicht Jill, können wir diese einmalige Impfstoffprobe... Wo rammt er ihr das jetzt hin? Achso, in den Arm. Hallo, was ist denn hier mit Desinfizieren und allem? Wir haben alle schon eine Grippeimpfung bekommen, ja? Was ist passiert? An alle Einwohner, mal Fernsehen gucken. Die Infektion, die sich ausbreitet, wurde als unkontrollierbar eingestuft. Am 1. Oktober wird Raccoon City durch einen Raketenangriff zerstört. Alle Einwohner, die noch klar denken können, müssen sofort evakuieren. Dies ist kein Test. An alle Einwohner. Das ist in nur einem Tag. Es sind noch Menschen hier. Glaubst du, Onkel Sam kümmert das? Scheiße. Geht wieder los. Warte hier. Nein! Oh, bitte nicht. Ich sollte mich gut eindecken. Klingt, als wären eine Menge von denen da draußen. Oh, nö. Ich hab so viel Bock. Ach, jetzt müssen wir wieder Rambo spielen, oder was? Für ein gut eindecken? Wie bildet der sich... Was bildet der sich eigentlich ein? Hier liegt doch gar keine neue Munition mehr. Ich hab doch alles verballert für die Hand. Aber wir können ja den Kampf mit einer taktischen Wendgranate beginnen. Ich versuche die Fensterrollläden zu schließen. Je weniger Eingänge, desto besser. Carlos? Wie machen wir das? Ich versuche das Sicherheitssystem vom Krankenhaus zu hacken. Halte mir so lange vom Leib. Okay, die kommen von dort auch. Okay. Ich stelle mich hier mal hinter die Theke. Hä? Da war doch gerade wer. Kann ich eigentlich auf diese Stromdinger mehr schießen? Also öfter? Jetzt geht
der Shooter los, wisst ihr? Und die Schatten da draußen kann ich nicht angreifen, okay. Nur die, die hier tatsächlich auch reinkommen. Okay. Schön, dass die auch so gut zerplatzen noch am Boden. Oho. Oh, wir haben die Tür verbarrikadiert, wo Jill drinne ist. Das ist aber nett. Shit. Ich habe keine Muni mehr. Ich wollte gerade sagen, jetzt muss jeder... Schalter, 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 okay. Wozu brauche ich denn jetzt einen Zünder? Oh Gott. Ah, nein! Scheiße, 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 scheiße. Nein, 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 nein. 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 Oh. Okay. Okay, ganz entspannt. Das ist doch ganz ruhig hier. Hahaha. Kannst du nicht einfach tot sein? Okay. Jetzt langsam verstehe ich, wieso wir so viel Scheiß gefunden haben. Das hilft mir nicht. Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Okay, warte. Ausrüsten. Lass meine Jill in Ruhe. Hier hinten lag noch ein Erste-Hilfe-Spray. Na toll. Hier liegt noch Munition. Oh, warte. Oh! Oh, fuck. Okay, ich muss mich heilen. Wieso hab ich denn... Ach shit, warte. Jill beschützen, okay. Oh fuck. Danke. Oh, der Schalter. Sekunde. Jetzt muss ich nur noch. Oh fuck. Was hat er gesagt? Jetzt muss er nur noch was? Wow! Ach komm. Ich glaube, wir haben die Bedrohung weitestgehend eingestuft und Carlos stirbt gleich. Das finde ich. Jill beschützen.
Warte mal, das können wir doch hier alles miteinander... Junge! Adios, Muchachas und Muchachos. Ja Mensch, abgewehrt, Errungenschaft freigeschaltet. Alles okay? Nicht wirklich. Aber zumindest ist es vorbei. Ich komme zurück. Der Impfstoff wirkt. Gut. Ist sie da raus? Na sicher. Was hast du denn vor? Die ganze Stadt wird bald hochgejagt. Komm schon, Mann. Sprech mit der Regierung. Sag ihnen, wir haben ein Mittel. Verschaff uns Zeit. So ein Teufelskerl. Ein tapferer Kerl. Also ich bin ja keine Sprengstoffexpertin, aber ist das nicht eigentlich unrealistisch? Wenn da sogar eine ganze Säule einkracht und so, aber die im Nebenraum sitzen hinter nur so einer normalen Tür und sagen, oh ja, Mensch, Carlos. Und wir sind wieder chill. Wo sind denn alle? Das ist aber unhöflich. Kann Carlos uns die Handgranaten da lassen? Tja. Dein Glück dir jetzt gut. Gute Nachrichten. Es ist vorbei. Die Stadt ist sicher. Der lügt. Sie träumt. Sie träumt. Schieß mich! Das ist der einzige Weg. Kann ich das steuern? Nee, kann ich nicht. Okay, cool. Ich hatte einen wunderschönen Traum. Wirklich, Jill, erzähl ihn mir da besser nicht. Wo bin ich? Was ist passiert? Carlos ist wirklich tot. Oh. Aua, jemand hat mir eine unrechtmäßige Impfung reingedrückt. Mein Arm tut weh. An alle Einwohner. Der Raketenschlag gegen Raccoon City startet in wenigen Stunden. Die Sprengladung wird alle biologische Materie vernichten. Sie werden nicht überleben, wenn sie in der Stadt bleiben. 1. Oktober. Evakuieren Sie jetzt. Ich wiederhole. Das kann nicht sein. Und Nemesis ist nicht mal auf den Krankenbesuch vorbeigekommen. Ist das nicht unhöflich? Ich finde das nicht gut. Das Krankenzimmer verlassen. So. Okay, wir haben auf jeden Fall noch Schießpulver, was wir nehmen können. Wir haben noch Sprengsätze. Ganz so schlimm stehen wir vielleicht so ein bisschen nicht da. Ich hoffe einfach, dass uns das Glück ein wenig hilft. Und wir jetzt mit dem Dietrich uns ganz viel Munition und Ausrüstung verschaffen können. Ohne viel Sachen zu verballern. Und zu verbraten. Ich nehme einfach mal das hier, keine Ahnung. Oh, Nummer 27 schon, Leute. Hey. Ach ne, Moment. Oh. Pistolenmunition und wir haben eine neue Pistole. Das Feuerstoßmodell. Warte mal, ich nehme das beides mal noch. Warum haben wir die?
Hat Carlos uns die jetzt etwa gegeben aus Mitleid? Wir wollen seine Almosen nicht. Also eigentlich schon, aber das geben wir natürlich nicht zu. Und da wir schon wieder bei 35 Minuten sind, verdammte Scheiße, muss ich hier den Part beenden. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn wir mit Jill einen kleinen Kreuzzug durch das Krankenhaus machen. Und mal schauen, was wir so alles kriegen können. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.